Ja, hallo, servus und herzlich willkommen wieder zurück nach einer etwas längerer Zeit, nach einer etwas längeren Pause. Nun, das liegt daran, dass ich meinen PC, der hier steht, noch ein bisschen aufgefrischt habe. Es gab ein paar Probleme. Ich überlege jetzt gerade, wie laber ich eigentlich? Laber eigentlich wie so ein Stulzi. Aber egal. Bevor wir hier weiterspielen, muss ich noch sagen, ich mache Folgendes. Ich werde einfach durchspielen, gucke auf meinem Timer im OBS-Modus und ich mache nicht mehr den Aufwand, irgendwelche großartigen Schnitte zu machen oder irgendwelche Effekte rein. Ich lasse es durchlaufen, weil das verbraucht ziemlich viel Zeit und wenn ich überlege, dass, naja, so ein paar Special Effects, das kommt immer auf meine Laune an und gerade auf meine Zeit, die ich habe. Deswegen werdet ihr 1000 Tode sehen wahrscheinlich oder irgendwelche Versuche, aber wir wollen mal weitermachen. Wir hatten ja in der letzten, in der siebten Folge mit Wenzel gesprochen, so einige Geschichten gehört und schauen wir mal im Inventar. Wir haben ganz viele Pfeile, 181. Wir brauchen natürlich noch Erfahrung, da brauchen wir noch so ein bisschen hier, wie wir sehen, denn ich möchte ganz gerne die Lurker auf Athanos noch erledigen und da gucken wir mal rein. Stimmt das jetzt mit der Lautstärke? So, bevor wir hier großartig... Nee. Ah, ist das lange her? Bevor wir großartig rumlaufen, gehen wir mal unten hin. Genau. Und zwar zu den Goblinen, zu den Gobbos. Muss ich mal was nachgucken. Ich höre vom Rechner kaum was. Ja, alles neu einstellen müssen, das ist... Was? Hier gibt es eine Weltbeere. Ja, genau. Bisschen springen. Ich vermisse Musik, obwohl ich die drauf habe. Muss ich da nochmal gucken. Jetzt hören wir Musik. Ach, das ist schön. Was haben wir denn hier? Musik. Ja, okay. Soundlautstärke. In der habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Aber jetzt hören wir Musik. Genau. Ich kriege hier auch ein bisschen Ausschlag. Ja, okay. Sorry für die kurze Einblendung hier. Es geht nämlich um die Gobbies. Dann werden wir mal speichern. Und zwar möchte ich die ganz gerne, ach ja, mit feinem Bogen erledigen. Ich habe das freie Zielen ausgestellt, weil das verbraucht mir zu viel Pfeile und mit dieser Funktion, mit dieser Auto-Scout-Funktion, sage ich mal, treffe ich doch noch mal ein bisschen besser. Während beim freien Zielen sozusagen Pfeile hart nach rechts oder links gehen. Ich brauche natürlich bessere Erfahrung, das ist klar. So, schaut mal. Die Gobbies lassen sich halt sehr schnell verletzen. Das finde ich auch gut. Wahrscheinlich wurde an dem Balancing was gemacht. So. Soll es endlich mal... Genau, richtig. Das nutzen wir aus. Das habe ich nämlich in meinen ersten Folgen schon, in der alten Version schon so gesehen. Oh, das ist sogar ein schwarzer Gobbo. Ja, der... Oh, jetzt kann ich nur hoffen, dass er ein bisschen da bleibt. Wenn ich von dem einen in die geschallert kriege, dann streckt es mir gleich nieder. Und rechts, ich glaube da rechts unten, ja. Nee, das ist eine Blutfliege. Ich dachte, da wäre ein anderer Goblin da hinuntergefallen. Hatten wir auch alle schon gehabt. Ja, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Pfeile, Pfeile, Gänschen. Gut. Hä? So erschöpft. 100 Erfahrung. Sehr gut. Das ist klasse. So, bei diesem Mistwetter hier. So, Gobby, der hat Fisch. Schwerer Astens. Ein schwarzer Gobby. Der hat noch ein bisschen was. Oh, hier dürfte nichts sein.
ein bisschen was an Gold gehabt. Ich bin unverletzt. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt so schnell nur mit feinem Bogen mache. Wieder mal eine Runde abspeichern und nochmal gucken. Also ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich jetzt hier wieder die alte Pfeil- und Bogenfunktion habe. Weil ich wollte doch ganz gerne... Das ist ja cool. Ich hatte es vorher nämlich auch mit freien Zielen versucht und da das ist ging nicht absolut, zu holen. Das ging absolut daneben. Nicht zu plündern. So, warum bin ich eigentlich in der Höhle? Ach ja, Olex Laute, beziehungsweise Olex neues Lied. Oh, wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Ah, rohes Fleisch, lecker, lecker. Und noch was? Liegt hier noch was? Nein, hier liegt nichts. So, Dunkelpilz, eine Truhe. Und was ist? 5 Dietriche und Olex Lyrik. Perfekt. Da schauen wir doch gleich mal in Olex Lyrik rein. Da ist sie ja. Das Lied der Reue. Am Anfang war die Macht rein und pur. Heute bleibt nur noch das Echo vom alten Schwur. Die Zeiten der Einheit schon lang dahin. Nach Hab und Gut steht uns nun der Sinn. Geteilt ist nun was einst zusammen. Verflucht der Geist, der uns genommen. Voll Sehnsucht sind der unseren Lieder. Die Einigkeit kommt niemals wieder. Und Sprung nach vorne. Ich mache immer einen Rechtsklick, damit ich dann halt eben das Item wegschalte. Und meistens springe ich dann dabei. So, eine Waldbeere. So, war hier hinten noch was? Ich glaube, ich war hier noch gar nicht in dem Bereich. Aber hier haben wir bei dem tristen Wetter doch noch einen schönen Blick aufs Dorf. So, grafisch habe ich auch noch, glaube ich, nichts verändert. Doch, ich habe einen alten, nee, nicht einen alten Renderer, sondern den 17.6er vom Januar, 4. Januar 2018 diesen Jahres. Weil in der Community wird gefragt, mit welchem Render... Der Render macht Probleme, einige Anzeigefehler, NPCs sind unsichtbar. Klar, habe ich noch übrigens mit dieser Version noch nicht gehabt, dass einmal ist es vorgekommen, dass ich einen NPC unsichtbar hatte. Das war oben am Turm, am Burgturm. Aber dann einmal nicht ausmachen, neu starten und dann ist der NPC wieder da. Welcher NPC dauerhaft weg ist, ist unten im Dorf der Bock. Gut. So, dann schauen wir mal. Ingolf, Torwache, alle da. Ich frage mal Ingolf mal was. Hey du! Nö. Schweigen umhüllte seinen Körper. Ach ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wann der Oleg da... Der ist ja manchmal hier oben und guckt. Oder ist es wieder so ein Rekrut? Nee, der Oleg müsste weiter da hinten sein, richtig. Weiter da hinten sein. Also, entweder unten in seinem Schlafgemach. Oder er ist oben. Wie spät haben wir es eigentlich? 17.41. Schlafgemach von Oleg. Oleg, war es das? Oder war das zum Garten? Ja, so eine... Gucken wir mal eben. Ach, das machen wir ganz easy. Ne, das ist, glaube ich, der zum Burger. Ne, das ist doch Olex Bett. Ach, ganz einfach mal eine Runde pennen. Dann kann ich wieder Mana aufladen. Und, das ist Gunthers. Jetzt bin ich ja ganz durcheinander. Ist das jetzt Gunther? Ja gut, okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Zum Trainingsraum. Oh, ich finde, das sieht ganz gut aus. Bodo mal fragen. Ne, Bruno, nicht Bodo. Hey du! Bringt mir bei, wie ich im Schild. Ich will von euch, bildet mich, ich will stärker und geschickter werden. Mal gucken, ob er noch Neuigkeiten hat für uns. Und? Sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, Burghauptmann? Oh ja, die Disziplin hier in der Burg wird von Tag zu Tag schlechter.
Oh, da war ich mal eben vom Schirm. Kann auch passieren. Okay, die Disziplin wird von Tag zu Tag schlechter, aber er hat es nicht wiederholt mit der Wache, mit der doppelten Wache. Nachtdienst. Die Buchkommoden habe ich noch nicht durchgelesen, auch nicht im Off-Modus. Wenzelchen, können wir nochmal fragen? Und zwar etwas über den Alchemisten erzählen, also den Sayan. Kannst du mir vielleicht etwas über den Alchemisten erzählen? Was soll ich dir von dem berichten, Roland? Über den weiß doch niemand etwas. Hast du ihn denn niemals zu Gesicht bekommen? Doch, wo du es jetzt sagst. Einmal habe ich ihn gesehen. Er suchte mal im Wald nach irgendwelchen Kräutern. Seltsam. Ich dachte immer, dass er sich diese stets bringen lässt. Das stimmt. Darum hat mich das selbst auch sehr überrascht. Was hat er getan, als er dich erblickt hatte? Er hat einen gewaltigen Schreck bekommen, als er mich gesehen hatte. Er murmelte etwas in sein Bart und machte sich mit eiligen Schritten davon. Aber das ist schon einige Jahre her. Wann war das denn nochmal? Unser alter Kommandant Lord Sintram hat auf jeden Fall nicht mehr gelebt. Da hatte schon mal Bot das Kommando. Muss also ungefähr vor 7 oder 8 Jahren gewesen sein. Oder war es erst vor 2 Jahren? Tja. Der alte Lord Sintram, tja, das war wirklich noch ein sehr fähiger Offizier. Er war derjenige gewesen, der unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbesserte. Er hat nämlich... Also im Moment würde ich viel lieber etwas über den Alchemisten als über Lord Sintram erfahren. Na gut, aber halt. Jetzt, wo wir von Cyan, dem Alchemisten, sprechen, fällt mir noch etwas auf. Ich bin ganz Ohr. Als ich Cyan im Wald endlich mal zu Gesicht bekommen hatte, schien es mir, als ob ich ihn schon von früher erkennen würde. Wie? Du hast den Alchemisten schon früher einmal gesehen? Wo und wann? Das weiß ich eben nicht. Ich habe mir jahrelang das Gehirn zermartert, wo ich dieses Gesicht schon mal gesehen habe. Aber es fällt mir einfach nicht ein. Tut mir leid. Auch sein Name sagt mir nichts. Nur eins weiß ich seltsamerweise ganz sicher. Was? Dass er damals kein Alchemist gewesen war. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas ist mit dem Kerl. Irgendwas. Wegen diesem versunkenen Admiralschiff. Ja, was möchtest du wissen? Aber ich glaube, ich habe dir bereits alles erzählt, was ich darüber weiß. Was ich wissen möchte. Glaubst du, dass dieses Öl und die Schätze immer noch auf dem Meeresgrund in dem Admiralschiff sind? Naja, ich glaube schon. Selbst die besten Taucher aus der Wachmannschaft hatten Mühe, das Wrack überhaupt zu finden. Das Meer ist an der Stelle, an der dieses Schiff gesunken ist, sehr tief. Niemand hat es geschafft, näher an das Wrack heranzukommen, geschweige denn es zu untersuchen. Das dürften wohl nur sehr gute Taucher mit viel Erfahrung schaffen. Aber warum fragst du? Hast du etwa vor, dort zu tauchen? Naja, ich würde schon gern, aber ich habe ein kleines Problem. So? Und was für eins? Vielleicht kann ich dir helfen. Naja, weißt du, mit dem Schwimmen und so, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Du kannst doch nicht einmal schwimmen? Und dann willst du bei dem Wrack tauchen? Ja, vielleicht. Ich meine, ich könnte es doch mal versuchen. Oh, Innos, Junge, was denkst du dir eigentlich? Willst du dich unbedingt selbst umbringen? Als Nichtschwimmer kommst du wohl auf den Meeresgrund, ist überhaupt kein Problem, aber nicht bei dem Wrack und schon gar nicht lebend. Aber das mit dem Schwimmen, das kann doch nicht so schwer sein. Weißt du, wie das geht? Ich? Hör mal, da fragst du den Falschen. Ich schwimme wie ein Stein. Mein Standpunkt ist, Wasser ist zum Waschen da und zum Trinken, aber nicht zum drumherum planschen. Dann kann ich das wohl vergessen. Schade. Warum? Wenn du unbedingt willst, dann findet sie schon einen Weg. Das hast du nicht gewusst. Wenn du schwimmen lernen willst, solltest du vielleicht mal im Dorf fragen. Meinst du, mir geht's das besser? Das liegt schließlich direkt an der Küste. Da wird wohl jemand schwimmen können. Aber natürlich, du hast recht. Gute Idee. Ja, also,
Ich habe die beiden erwachsenen Herren schön mal ausreden lassen. Bin nicht so in die Gespräche mit hineingewutschelt, weil ich einfach nur auch wissen will, wie die Stimmen so sind und die Sprachverbesserung, ob die gelaufen ist. Weil dank der Community werden auch noch sämtliche, einige Fehler oder auch einige Auffälligkeiten beschrieben, die verbessert werden. Und das finde ich auch gut so und auch ein herzliches Dankeschön an die Community. Des Weiteren werdet ihr wahrscheinlich festgestellt haben, ich rede kein Englisch mehr. Nee, das ist von der Konzentration her, wenn ich das alles noch simultan übersetzen müsste, nö, mache ich nicht. Schwimmen lernen, das können wir im Dorf. Und zwar beim Fred. Dann gehen wir doch gleich mal zum Fred. So, der sollte entweder hier oder da auf seiner Bank sitzen. So, und jetzt dürfte ich schwimmen lernen können. Hallo Fred, sag mal, du bist doch Fischer und lebst hier direkt am Wasser. Dann kannst du doch bestimmt schwimmen und tauchen, oder? Natürlich, was für eine Frage. Du glaubst nicht, wie oft ich schon von meinem Boot ins Wasser gefallen bin und wie oft mein Netz sich an einem Unterwasserfelsen verhakt hat. Da muss ich natürlich tauchen und zusehen, dass ich mein Netz wieder frei bekomme. Ich bin kein reicher Mann. Ich kann mir nicht alle Nase lang ein neues Netz kaufen. Die sind richtig teuer. Also, wenn ich nicht schwimmen und tauchen könnte, könnte ich meinen Beruf als Fischer gleich an den Nagel hängen. Aber warum fragst du? Du hast doch bestimmt einen Grund. Naja, weißt du, Wenzel hat mir von der versunkenen Flotte erzählt. Man kann sie ja von hier aus sehen. Und dass das Admiralschiff gewaltige Schätze an Bord gehabt haben soll. Ach, so ist das. Ich verstehe schon. Du willst jetzt mal nachsehen, ob da noch etwas zu holen ist. Das haben zwar auch schon andere versucht, aber ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg bei deiner Suche, Roland. Danke, Fred. Aber die Sache hat einen Haken. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft, aber sprich weiter. Naja, der Haken ist, dass ich überhaupt nicht schwimmen kann. Du bist ja ein toller Schatztaucher. Wie stellst du dir das vor? Du schaffst es nicht einmal, überhaupt bis zu den Wracks zu schwimmen. Und das Meer dort ist tief. Das ist nur etwas für erfahrene Taucher. Also schlag dir das besser aus dem Kopf. Du kannst dabei nichts gewinnen. Du wirst nur dein Leben verlieren. Aha. Nochmal erneut fragen? Gucken wir mal. Wegen dem Schwimmen und Tauchen. Ja? Du sagtest doch, dass du das kannst. Richtig, natürlich kann ich das. Ich habe dir doch erklärt, wie wichtig es für mich ist. Kannst du mir das nicht vielleicht beibringen? Naja, eigentlich habe ich im Moment kaum Zeit. Aber weißt du was? Du bist mein Freund und Freunde helfen sich gegenseitig. Sag also einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Ach ja. Hey, wo willst du hin? Ach ja, ich brauche ein Lernpünktchen. Superklasse, noch 805. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ja, wir brauchen Punkte. Wir brauchen Biester, die wir erledigen können. Wir brauchen Erfahrung. Ja, ja. Gucken, ob der Bock noch hier unsichtbar rumsteht. Gucken wir mal so ein Schaf genauer an, wegen der Textur. Schön. Okay. Hier gibt es ja noch ein bisschen Zeug abzuschießen. Wölfe hatte ich die schon. Schauen wir mal. So, sicherheitshalber nochmal an einem anderen Punkt. Gut. Okay, nein. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir hier noch ein paar Biester finden. Die Wölfe hatte ich hier schon. In der Höhle auch. Das weiß ich. Hatte ich abgegrast gehabt. Gut. Dann werden wir eiligen Sprüngen vorausgehen. Hallo? Achso. Ja, Gobos. Hier sind auch Gobline. Die so stark sind wie... Oder besser gesagt, so schwach sind wie da an der Höhle, wo ich Olex Lyrik gefunden habe. Das können wir nur austesten.
Mal gucken. Wollen die mal einzeln herausholen? Ah ja. Los. Ja. Mal gucken. Wir sind ein paar angesprungen. 4 oder 5. Jetzt mal gucken, wie viele dann noch hängen bleiben, mich verfolgen. Oh! Uh-oh! Oh, das ist ein Massaker hier! Oh. Das ist übel. Quietschi, quietschi im Hintergrund. Okay, das könnte sein. Kann da mal kommen. Okay. Okay. Da war noch einer in Sichtweite. Schnell was mampfen. Was mampfe ich denn jetzt? Was mampfe ich denn jetzt? Bratenes Fleisch. Könnte ich mal machen. Bringt nicht so viel. Auf die Schnelle. Okay, Äpfel habe ich noch ganz wenig. Ja, Käse. Käse, Käse, Käse. Oh, war ja. Nein! Die bleiben da stehen, die Heinis. Das ist ja lustig. Und jetzt gehe ich doch noch kaputt, oder was? Ah, war keine Siegerangelegenheit hier. Nee. Hier sind noch 3. Ah. Ob jetzt irgendwo mal... Komme ich da eigentlich hoch? Nee, scheiße. Okay, vielleicht gehen wir mal hinter den Zaun. Ich gucke zu, ich hätte in dieser Zeit auch was essen können. Machen wir jetzt auch mal. Okay, die sind noch ein bisschen dumm. Also, jetzt können wir sie ja ganz gemütlich. Perfekt. Ja, danke an diesen lustigen Eintrag in der Community. Da hieß es, es war an einem Beispiel vom Wolf. Da ist nicht zu holen. Dass man einfach da mal an den Zaun geht und ihn dann... dort auch zum Aufhalten bringt. Ich kann rüberspringen. Die Goblins können nicht rüberspringen. Ja, das ist ja ein Ding. So. War hier noch irgendwie einer am Liegen? Ja, hier ist schon mal ein schwerer Ast. Aber wo der andere Gobbo ist, der hat sich schon aufgelöst. Der ist schon verwest. Wir waren schon am Verwesen. Junge, dieser Gestank, der beißt mir in die Nase. Oder hast du gefurzt? Aha. Okay. So, hier sind natürlich noch ein paar. Oder auch nicht. Okay. Das sind Gräber. Altes Grab. Ah ja. Jetzt hacke. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, hast du. Ein Schädel. Ein Knochen. Verwandlung Blutfliege. Hello. Gold. Gold. Verwandlung Fleischschwanze. Okay. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein rostiges Schwert. Alte Münzen. Okay. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gold ist immer gut. Silberner Ring. Gleich mal gucken, was der für Fähigkeiten hat. Ne, habe ich ja schon. Silberner Ring. Mal gucken, was der für Fähigkeiten hat. Oder ist das nur Schmuck? Wird wahrscheinlich im Schmuckbereich sein. Hier der silberne Ring. Ja, okidoki.
Dann werden wir noch mal weiter hier Grabschändung betreiben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Kleinen Lederbeutel. Gletscherquarz. Gletscherquarz. Was? Ah, und Knochen. Na gut. Lederbeutel. Gleich gucken, was ist drin. Ein paar Münzen. 25. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen was. Oh, das Ganze jetzt mal von der linken Seite angucken. Sonst wird es zu langweilig. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine goldene Halskette, alte Münze. Ja, okay. Weiter geht's. Oh, Toten, vergibt mir. Oh, ihr Toten. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Okay, ah, Geysir. Das ist ein Zauberspruch. Großer Feuersturm, das sind gute Zaubersprüche. War das jetzt wirklich alles? Na gut, okay, war alles. Knochen eines Goblins. Nochmal gucken. Ach, hinter mir ist... Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Hinter mir ist übrigens die Karte von Athanos. Weil ich habe mir nämlich gedacht, so von wegen, ich werde bei Kapitel wechseln, werde ich dann halt eben jeweils meinen Hintergrund ändern. Gut, dann mal wieder schön speichern. Gucken, gibt's hier noch was? Ja, da hinten war ja der Wolf. Der Wolfgang. Hier noch ein Baumstamm. Hier kann man auch Gräber schänden. Das hatte ich ja damals gehabt. Okay, dann machen wir jetzt eine Grabschändung, würde ich sagen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Amphore. Essenz der Heilung, Mana Essenz, der Münzen. Gut. Machen wir mal weiter in den Ecken. Ein paar lecker Kräuterchen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh, jetzt machen wir das Ganze mal aus der... Moment mal, wo ist der Wolf? Da hinten ist er. Jetzt machen wir das mal aus der Ich-Perspektive. Ach, das geht natürlich nicht. Schade, das wäre cool. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, was haben wir denn gefunden? Bisschen Gold. Und ein Schädelchen. So. Der Wolf. Das sind zwei. Gut. Oh. Sie bellen schon. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das war's? Okay. Versuchen wir doch mal, die Wölfe hier an den Zaun zu locken. Ja, ja, ja. Oh. Okay, das mit dem Tipp. Ach was. Das mit dem Wolf am Zaun hat nicht geklappt. Skille gleichmäßig Stärke und Geschick. In Odyssey benötigst du beides. Ja, werden wir uns merken. Mal gucken, gehe ich nochmal hier hin. Wir behalten mal gleichzeitig da hinten die Wölfe im Auge. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, das ist immer gut.
kleiner Lederbeutel. Auch diesen mal wieder ein bisschen öffnen. Jetzt vergammelt das Geld da drin, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Wolfgangs, die bleiben da schön lecker stehen, das ist doch gut so. Mich hier in Ruhe plündern. Was? Nix mit A? Oder hatte ich schon? Ne, hatte ich ja noch nicht. Okay. Moment. Okay. Die Zacken dürft ihr noch haben, oder? Die hatte ich noch nicht. Ah, ja. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Und weiter geht's mit dem nächsten Grab. Ich gucke mir gerne die Texturen an, weil die sind einfach klasse. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Was? Ach so, da sind auch noch. Soll ich die jetzt alle. Wilfried Ukara. Da könnte ich ja alle durchlesen. Gut, okay, ein Grab werde ich noch schändeln. Und dann, werde ich den achten Teil hierfür beenden. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ah, Weidenbogen, Gold. 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 Paket mit 10 Pfeilen, Gold. Ja, das ist doch klasse. Das ist herrlichen Dank für den unbekannten Soldaten. Dann schauen wir doch mal hier. Ein Pfeilpaket kann man auspacken. Okay. Und Tabak, jetzt will ich mal gucken, wie viel der Weidenbogen hier hat. Und das ist ja meiner, der hier. Okay, der ist schwächer. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für den achten Teil. Der neunte Teil wird auch noch gleich abgerendert werden. Ja, und bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen, abonniert mich und springt nicht ab, wenn ich wieder was Neues oder ein anderes Spiel mal hochgeladen habe. Ich bleib bei Odyssey. Das ist klar. Ciao.